Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Atlantis und die Orionkriege sind zurück. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 3. September 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die die Menschheit in dieser Zeit macht. Dies ist keine leichte Zeit für euch alle, um auf der Erde zu sein. Es ist in der Tat eine sehr herausfordernde Zeit, da ihr mit jedem Augenblick eurem Aufstieg näher und näher kommt. Ihr seid auf dem Weg dorthin, aber ihr müsst all die Schwere ablegen, die ihr auf eurem Weg angesammelt habt. Das tut ihr zum Teil, indem ihr alte Szenarien nachspielt, Umstände, die euch geformt haben, die die Traumata geschaffen haben, die ihr in euch tragt. Gerade jetzt in eurer Welt, wo ihr miterlebt, wie Menschen ins Extreme gehen und sich sehr polarisiert gegenüber einer anderen Seite fühlen, spielt ihr Atlantis nach und ihr spielt die Orionkriege nach. Ihr hattet dort auf eurem Planeten eine sehr polarisierte Gesellschaft, obwohl die Atlanter spirituell und technologisch so fortschrittlich waren. Ihr habt dort auf der Erde im Moment eine Menge fortgeschrittener Technologie und eine Menge hochentwickelter Menschen und ihr habt von allem etwas dazwischen. Und was wir damit meinen ist, dass ihr alle möglichen unterschiedlichen Erfahrungen habt. Ihr seid als globale Gemeinschaft viel vielfältiger, als ihr es in Atlantis wart. Diese Vielfalt verbindet euch alle mit allen möglichen anderen Sternensystemen, da draußen in der Galaxie. Wir Arcturianer waren nicht an den Orionkriegen beteiligt, aber es gab mehrere Sternensysteme, die beteiligt waren und sie alle haben Energie und DNA innerhalb der menschlichen Bevölkerung hinterlassen. Ihr spielt in viel geringerem Maße die Art von Gesellschaft nach, die im Orionsystem existierte und die zu den Orionkriegen führte. Was werdet ihr also gegen all das unternehmen können? Zunächst einmal müsst ihr merken, wenn ihr getriggert werdet. Wenn etwas oder jemand euch triggert, müsst ihr mehr tun, als nur zu einer Kundgebung zu gehen oder einen Beitrag in sozialen Medien zu schreiben. Man muss mehr tun, als nur abstimmen oder Geld für das Bewusstsein für etwas zu sammeln. Ihr müsst euer Trauma verarbeiten. Ihr müsst euch euren Emotionen stellen. Und wir wissen, dass wir das schon einmal gesagt haben, aber wir werden es wieder sagen. Viele der Vorhersagen, die ihr gerade jetzt im Internet seht, beziehen sich auf das, was bereits geschehen ist. Die Menschen sind nicht in der Lage, in ihren Visionen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft zu unterscheiden. Sie glauben, dass sie die eine Zukunft sehen, auf die ihr alle zusteuert, während sie in Wirklichkeit nur eine Version der Vergangenheit sehen. Und es ist die Version der Vergangenheit, die sie und andere wie sie neu erleben müssen. Lasst euch also triggern und geht dann über diese erste Reaktion hinaus und verarbeitet diese Emotionen. Geht und fühlt, was ihr fühlen müsst. Dringt zum Kern der Sache vor, damit ihr eine bessere Realität, eine bessere Zukunft, eine bessere Version dieser Gesellschaft schaffen könnt, die so polarisiert und unterdrückt zu sein scheint. Aber in Wirklichkeit ist das, was ihr lebt, nichts im Vergleich zu dem, was ihr bereits gelebt habt, was ihr bereits erfahren habt und weswegen ihr auf die Erde gekommen seid, um es aufzulösen, ein für allemal zu klären, damit ihr die Schwere eures Traumas loslassen und aufsteigen könnt. Um euer ganzes, volles Selbst, euer höheres Selbst zu werden. Das ist es, was ihr dort auf der Erde tut,
Und das ist es, worum es in dieser Zeit für die Menschheit geht. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.